Willkommen zu einem neuen Nebenbei-Projekt quasi. Wir spielen, keine Ahnung, Not Prawn oder Not Prawn oder könnt ihr euch aussuchen, denke ich. Ja, ist ein Nebenbei-Projekt, was ich schon länger mal machen wollte. Das wird so in etwa auf ewig gehen, also ich glaube nicht, dass ich es jemals abschließen werde. Und ich werde es halt auch nicht regelmäßig hochladen. Ich werde einfach hochladen, wenn ich gerade mal Lust habe. So einmal die Woche, einmal im Monat, einmal im Jahr, je nachdem. Ja. Ist eigentlich kein wirkliches Spiel. Würde ich jedenfalls nicht so bezeichnen unbedingt. Ist eher ein Rätsel, beziehungsweise 140 Rätsel. Hier steht, wie viele Leute auf dieser Seite waren. Waren wahrscheinlich aber auch mehrmals dieselben teilweise, gehe ich mal von aus. Und ja, jedenfalls 32 Leute haben es geschafft. Ich kann das auch bestätigen, dass das wahrscheinlich wahr ist, weil ich habe es damals bis Level 20 maximal gespielt. Hat mir schon sehr lange gekostet. Sehr lange gekostet, genau, sehr viel Zeit gekostet so. Also den Anfang kenne ich jetzt, also ich kenne ihn nicht mehr auswendig, das kann ich jetzt schon sagen, aber ich werde es halt schneller lösen als normalerweise. Ist aber auch ganz gut so, sonst würden wir gar nichts mehr sehen vom Spiel. Ja, und ich habe noch ein paar Leute, die ich kenne, die das gespielt haben, wohl wochenlang. Ja, wahrscheinlich nicht unterbrochen, aber trotzdem halt gespielt haben eine längere Zeit und dann haben sie irgendwann so bei Level 80 spätestens aufgegeben. Und das wird halt wohl richtig schwer und ich möchte es auch ein bisschen mit euch zusammenspielen quasi. Geht auf die Seite, ihr kriegt ja auch hier die Lösung dann quasi von mir vorgelegt. Das heißt, ihr könnt mal zu der Stelle spielen, die ich gerade, wo ich halt gerade bin. Und könnt da quasi mitspielen, könnt die Rätsel mitlösen. Bitte guckt nicht in die Lösung, aber falls ihr was löst oder eine Idee habt, schreibt es in die Kommentare. Wird mir helfen. Ja. Ist halt wie gesagt nur ein Nebenbei-Projekt, weil ich momentan keinen Bock habe, was anderes aufzunehmen, weil mein neuer PC bald da ist. So, wie gesagt, ich muss sprechen lernen, das Thema hatten wir aber schon zwei, dreimal. Okay, wir fangen an auf Englisch, weil nur die ersten 10 Level auf Deutsch sind und das wäre dann ein bisschen seltsam, wenn wir auf Deutsch anfangen und plötzlich wird's Englisch. Deswegen fangen wir auf Englisch an. Und ja, los geht's. Ja. Wir sollen nicht zu früh aufgeben. Es ist verdammt schwer und es ist kein Point-and-Click-Adventure-Gedöns. Ja, und wir sollen uns nicht spoilern und so weiter und so fort. Und wir fangen an. Enter the Door. Das ist das Schwerste aus dem gesamten Spiel schon mal gelöst. Im zweiten Level sind wir. Gut, jetzt wird es schon ein bisschen schwerer. Wo steht denn das jetzt? Ach, hier steht's. Ja. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich nehme jetzt das erste Mal mit OBS auf, weil Fraps keinen Bock hatte auf Browseraufnahme. Ich hoffe, ihr könnt dieses kleine Kästchen da sehen. Falls nicht, dann tut es mir leid. Jedenfalls steht da jetzt, dass die Door geschlossen ist. Genau, die Tür geschlossen ist. Und wir sollen gucken, wo diese Hand hinguckt. Und mal gucken, wie wir Level 3 wohl erreichen können. Oh. Oh. Krasser Scheiß. Ja, jetzt sind wir in Level 3. Und finden eine Lösung, um in Level 4 anzukommen. Nein, wir können nicht einfach da jetzt so Level 4 hinschreiben, denn da steht nicht Level 3. Leider. So, aber das schreibt gerade schon wieder was. Und das lesen wir uns gleich durch, falls ich es jemals lesen kann. Kann ich? Darf ich? Stop being so negative oder so stand da, das weiß ich nämlich noch. Und dann steht hier false und dann schreiben wir einfach mal true hin. Ist jetzt noch sehr einfach, vertraut mir, es wird noch schlimmer. Sehr viel schlimmer. So, was steht hier, wenn wir da draufklicken? Sollen wir ein Passwort und Nutzernamen eingeben? Wo können wir den denn nur finden? Das wollte ich gar nicht. So, gucken wir es mal hier um. Aha, ein Morse-Code. Den wollen wir doch gleich mal übersetzen lassen von Google. Morse Code Übersetzer. Wir könnten natürlich uns jetzt einfach die Sachen einzeln raussuchen und uns das selbst übersetzen. Aber nein,
Wir holen uns hier einen Übersetzer und tippen das einfach ab. Hör auf damit. Meine Phrase. Ich hasse Browser manchmal. Punkt, 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 Minus. Lücke. Minus, minus, minus. Minus, minus, minus. Minus. Punkt, Punkt. Minus, 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 minus. Punkt, minus, minus, Punkt. Minus, 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 Punkt. Minus, minus, Punkt. Punkt, minus, Punkt. Translate. Voodoo Power. Krasser Scheiß. Geben wir doch gleich hier ein. War wohl sogar kleiner geben, glaube ich. Voodoo Power. Bam. Nein, möchte ich nicht speichern, nicht unbedingt. Ja, und was haben wir hier? Wir haben hier den Big Bad Voodoo Daddy. Und hier haben wir einen schönen Knopf, den wir einklicken können. Und da brauchen wir dann Passwort und Benutzernamen. Und da will ich immer noch nicht das tun. Meine Phrase. So. What was the name of the song again? Eyes like an angel, smiles like a devil. Ja, das wollen wir doch gleich herausfinden. Fragen wir doch Google. Ja, ich vergesse das immer wieder. Eyes. Nein, hör auf. So. Mal sehen, wie das Lied heißt. Von Songtext von Big Bad Voodoo Daddy. Und Simple Songs. Das heißt, wir gehen hier drauf und geben. Boah, ich kann das echt noch auswendig. Ja, nee, aber es wird noch schwerer. Es wird noch schwerer. Und zwar genau jetzt. Ich möchte es immer noch nicht speichern. Nein, Google, nein. Hier müssen wir Benutzernamen und Passwort eingeben. Und hör auf damit. Oh Gott, okay. Genau. Ab. Und was finden wir hier? Hör auf damit. Nein, nein. Was habe ich da angeklickt? Ich habe Tipps angeklickt. Oh nein. So, hier. Hier sind ASCII-Code-Gedöns-Zahlen. Und ich weiß selbst nicht mehr genau, was ich machen muss. Aber ich finde es heraus. Googeln wir mal ASCII. Ich könnte auch einfach ASCII-Übersetzer eingeben. Und geben wir jetzt das hier ein und übersetzen es in ASCII. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ja, habe ich, glaube ich, oder? Muss ich da diese Striche dazwischen machen? Wahrscheinlich schon, ne? Ich probiere es mal. Naja, das war die falsche. Gott, ey. So, nein. Hä, wieso nicht? So. Halt so, ja, so ist das echt kompliziert. Nein, hör auf damit. Nein, so. Also hier könnt ihr zum wahren Rätselmeister werden. Ihr müsst mir nur ein bisschen helfen. Nee, aber jetzt geht's ja noch. 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 Oh Gott, das wird noch so schlimm. Nee, aber ist echt so. Ah, ja. Ich weiß schon wieder die Lösung, aber wir wollen ja erstmal noch weiter rätseln. In Alt. Ja, Native. Könnte irgendwas mit Alt zu tun haben. Ich glaube, ich muss das anklicken, ne? Genau. Und da steht Backwards. Ja, hat das irgendwas nochmal damit zu tun? Ich weiß nicht, aber wir können ja mal den Quellcode gucken. Der weiß bestimmt Bescheid. Quellcode. Windows 8, was tust du mir an? Wo ist der Quellcode? Ist das der Quellcode? Ah, das ist mehr oder weniger der Quellcode. Ja, ist es. Aber er ist scheiße. Er soll sich in einen neuen Tab oder so öffnen. Aber doch nicht so. Na egal. Egal. Okay. Hilft er uns irgendwie weiter in diesem Fall? Nein, nicht wirklich. Ich weiß die Lösung. Ich weiß nicht mehr, wie ich da damals drauf gekommen bin. Ja, ich weiß jetzt jedenfalls, dass ich das hier habe und das gebe ich dann bei. Jetzt nehme ich mir hier so ein lustiges Teil. Ich will hier raus. Und zwar,
Ich habe vergessen, was heißt Anagramm? Schreibt man das so? Nein, man schreibt es mit einem N, natürlich. Mann. Anagramm-Generator. Nein, ich will Englisch. Englisch. Und dann haben wir hier. Ja, okay, Hauer Kill, aber die richtige Lösung ist Kill Hauer. Ich weiß nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Ich habe jetzt aber keinen Bock darüber nachzudenken. Denn ich kenne die Lösung noch. So. Ja, hier weiß ich jetzt auch die Lösung. Es müsste. Ja, hier. Jetzt steht hier auch von jetzt an. Musst du für so ziemlich jedes Level in den Quellcode gucken. Das werden wir auch weiterhin tun. So. Ich glaube. Oh nein, ich habe Angst. Ach so, ich kann das hier. Oh gut. Gut, ich dachte schon irgendwie, der Quellcode wäre jetzt irgendwie anders und man könnte es nicht mehr lesen so richtig. Gut, ist aber nur versteckt. Dann ist alles gut. So. You went to the old school. Times have changed in Deutschland. Ja, haben sie. Cool. What candy wrapper is this? Is it? So. Ja, wisst ihr, was es ist? Ich wusste es nicht. Ich musste Leute fragen auf Skype. Es ist. Ich hab's vergessen, wie es heißt. Warte mal, wie hieß früher? Es war Twix, ne? War das Twix? Nein, es war noch nicht Twix, das war. Scheiße. Es war irgendein. Es war jedenfalls irgendwas. Nicht Twix. Nein. Hab keine Ahnung gerade. Was gibt's denn so für Schokoriegel? Es war nicht Snickers, das weiß ich. Es war auch nicht Mars eigentlich. War es doch Twix? Warte mal. Schokoriegel, alter Name. Alter Name. Mars. Ach. Es war doch Mars. Nee, es war doch. Es war. Nein, ihr wollt mich verarschen. Es war nämlich doch Twix. Es war echt Twix? Okay, dann war es Raider, nehme ich. Und. Hier steht Backwards. Dann schreiben wir doch einmal mal. Oder? Warte mal. Ja, hier, name it. Name it. Ist nämlich rückwärts. Dann schreiben wir hier rückwärts hin. Warte mal, was ist Radar rückwärts? Bam! Okay. Wie lange nehme ich auf? Passt schon. Ich nehme noch ein bisschen auf. So. Jay should pack his stuff. Sollte er. Hier. Mom, he formatted my second song. Ja, warum öffnest du dich, wenn ich X drücke? So, Element untersuchen. So, ich öffne mal wieder alles. Warum kann es das nicht automatisch machen wie früher? Immer diese Neuerungen in der Technik. Say it loud and proudly. Nee, mache ich nicht. Hier müsste noch mehr stehen, ich weiß nur nicht wo. Warum steht es hier nicht? Boah, dieses neue Zeug hier will mich doch verarschen, ey. Nee, im Ernst jetzt, es pisst mich an. Ja, JPEG. Irgendwie stand hier ein Hinweis, aber den finde ich gerade irgendwie nicht. Jedenfalls ist es JPEG. Ihr wisst schon hier, J. PG oder JPEG oder irgendeine JPG halt, ne? Ja. Und wir haben normalerweise immer hier eine Musikdatei, die nicht abspielt. Das tut sie, glaube ich, nur im Internet Explorer. Das ist irgendwie ziemlich traurig. Ich meine, wer benutzt mit Internet Explorer? Okay, das ist von 2004, ne? Also man will sich ja nicht beschweren. Ja. Aber wir haben hier noch ein zweites Lied. Und das laden wir uns runter.
Wie kann ich das tun? Wie kann ich das tun? Ich öffne es mal. Speichern unter. Dieser PC Downloads. Und das in Ordner anzeigen. Oho, jetzt seht ihr meinen ganzen Müll. Ich werde meinen PC nicht nochmal aufräumen. Ich meine, ich. Ja, habt ihr übrigens Hello Kitty Online? Yeah, krasser Scheiß. Ja, ich werde ihn nicht nochmal aufräumen. Ich meine, ich werfe den eh bald in die Tonne. Nein, okay, nicht ganz. Aber trotzdem. Naja, egal. Öffnen mit. Nein, hör auf damit. Nein, nein, schließen. Ich will es schließen. Oh, komm schon. Schließen. Mann, ey, warum ist das denn immer so anstrengend? Und warum kann ich nicht Paint auswählen einfach? So, sag mal, umbenennen. Punkt JPG. Das hat nicht geholfen, habe ich das Gefühl. Oh Gott, so eine Scheiße, ganz ehrlich. Nein, nicht immer. Hier, Paint. Danke. Ja, und jetzt haben wir hier Name Inverted Password Level 10. Könntest du bitte mal eingeben? Hallo. Danke. Bäm. Ja, es hat damals wesentlich länger gedauert. Und es wird auch noch schwerer wieder. Und es ist schon schwer. Es ist definitiv schon schwer. So, Tears under John's Mad Notes of Pain. Did he answer Demon's Call now? Kann ich hier irgendwas eingeben? Hier, die neuen. Hier weiß ich ganz ehrlich gesagt die Lösung nicht mehr. Öffnen wir mal den Quellcode. Revolution. Ja, ansonsten ist hier irgendwie recht wie. Ach, hier, klar. Ja, achso. Tears under John's Mad Not. Was? As of Pain. Did he answer them? Oh Gott. ja. Ist eine gute Frage. Muss ich das gerade verstehen, was hier so steht? Warum steht da not? Ich hab's vergessen. Ich weiß es echt nicht mehr. Langsam wird's echt kritisch. Ich google das erstmal. Ich google das erstmal. Das kann nie schaden. Das kann nie schaden. Nein, da steht. Nein. Paul is dead. Wikipedia. Du weißt Bescheid. Revolution. Oho. Interessant. Ja, okay. Ich will das jetzt nicht lesen. Nein. Noch nicht. Haha, 69. Ha, haha. Ha. Okay. Genug Humor für heute. Das hilft mir jetzt irgendwie nicht so wirklich weiter, hab ich das Gefühl. Außer, dass ich jetzt weiß, warum Paul tot ist. Nein, weiß ich immer noch nicht. Nee, nee. So. Yes. Joe. Nee, hilft mir nicht weiter. Ich weiß nicht mehr, was ich damit machen muss, ist das Problem. Warum steht hier not? To. Turn me on, Dead Manny. Bam! Ist eigentlich sogar noch einfacher, weil man das einfach so runterlesen kann. Jetzt im neuen Gedöns, ihr wisst schon. Ja, genau. Hier muss ich was eingeben. Steht hier noch was? Operator Woman sated.
Aha. Nein. Gucken wir in den Quellcode. Quick, quick, don't let me wait. Nicht, warum nicht? Oh nein, das habe ich nie geschafft. Da muss ich jetzt erstmal eine Lösung gucken. Oh nein. Denn das war irgendwie unmöglich in meinem. Meiner Meinung nach. Falls es denn, es war, glaube ich, so, wie ich es mir auch gedacht hatte. Ich muss diese Datei umdrehen und verschnellern. Da kam nichts Sinnvolles raus bei mir. Egal, was ich versucht habe. Warum ich das umdrehen muss? Hier steht ja erstmal. Danke dafür. Dass ich schneller machen soll, das ist klar. Wieso ich weiß, dass man es umdrehen muss, das stand nämlich hier ja in den Lösungen irgendwann. Hier. Inverted Level 10. Und das hier ist Level 10 und das sollen wir umdrehen. Klingt logisch, ich finde schon. Ich weiß trotzdem noch nicht, was die Lösung ist. Also hilft mir das gerade recht wenig weiter. Ich könnte es jetzt herausfinden. Okay, ich habe Outer City. Hello Kitty Online, können wir auch immer wieder gebrauchen. Da, Outer City, danke. Ja. Ah, scheiße. Ich habe nicht daran gedacht, dass hier Tondateien kommen. Ich zeichne jetzt den Ingame-Sound. Also ihr wisst schon, was ich meine. Halt. Ist ja kein Ingame-Sound, aber ihr halt den PC-Sound nicht auf. Das ist ja ziemlich scheiße gelaufen. Ich habe eine Idee. Das ist eure erste Aufgabe. Ihr macht das hier jetzt. Ihr habt hier den Link. Schreibe ich euch nochmal in die Beschreibung. Könnt ihr drauf gehen. Und das für mich lösen. Könnt ihr irgendwie versuchen. Vielleicht habt ihr auch eine andere Lösung. Vielleicht habe ich es auch einfach doch falsch gehabt. Ja. Viel Spaß dabei. Ich hoffe, es macht jemand. Sonst muss ich es beim nächsten Mal machen. Beim nächsten Mal nehme ich dann, falls ich es dann halt mache, mit PC-Sound auf. Ja. Wir sehen uns dann mal in einem meiner anderen Projekte. Aber erst, sobald mein neuer PC da ist und so weiter. Tut mir leid, dass momentan halt so wenig kommt, deswegen, aber ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.